Hallo und willkommen zurück zu EFT. So, wir sind gerüstet einigermaßen, sehen komplett beschissen aus, aber tja, wenn man so oft umgeschissen wird, wenn man so oft umgeschossen wird, was will man machen? Also nochmal nach Wutz, wir brauchen Tushonkas, wir brauchen Scav-Kills und ja, viel Geld, würde ich mal sagen. Bessere Waffen. Eine gescheite Zukunftsperspektive. Hoffentlich finden wir all das Zeug auf. Gut. Bloß nicht neben dem Boss spawnen. Bloß nicht neben dem Boss spawnen. Und ich würde gern mal was mit der SKS treffen. Wo bin ich? Sunken Village. Ah, die ballern schon munter drauf los. So. Dann Haus Numero Uno. Gut für medizinische Sachen, die hier teilweise liegen. Jetzt natürlich nicht. Das ist dieser sogenannte Vorführeffekt. Ja, ab vom Schuss ein Schraubenzieher und ein Akkuschrauber. Im Zelt liegt eine Katze. Öfter mal Wertsachen. Also jetzt schmeiße ich die Katzen raus, mir reicht's. Für drei Slots sind sie eh nicht wertvoll, wenn sie nur 40.000 geben. Beziehungsweise, es geht wertvoller und wir können nicht so viel Katzen anschleppen. Krieg ich nur Ärger mit meiner Vermieterin. Ein Pferd! Noch weniger wert. Ich werd nicht mehr. Also später irgendwann ganz gut zum Tauschen. Was bist du? Also so ein Imkerhut. Ja, den können wir eigentlich aussetzen. Nee, nicht mit Headset. Ja, gut, dann. Schritte? Ja? Nein? Ich höre nichts mehr. Hallo? Jemand zu Hause? Ich weiß von nix. Oh, eine Vase aus der Ming-Dynastie und ein Pro-Kill. Deswegen immer am Boot schauen. Und in der Kirche? Ne, in der Kirche ist halt nix. Ja, das Pro-Kill kommt da unten rein. Das ist, glaube ich, 80.000 wert. Für einen Anfang reicht's. Vielleicht ist es weniger wert. Alle Angaben ohne SKS-Gewehr. So, TCW, BP nehme ich mal mit. Irgendwie ist das Spiel total laut. Weiß aber nicht warum. Es hat nicht viel verändert. Vielleicht windet es mehr. Das wäre natürlich möglich. So, wenn wir Glück haben, findet man Tushonka. Wenn wir Pech haben, findet man es nicht. Nix, nix, nix. Nix. CBJ. BP. Oh, genau schon. Ob die gut sind. Die sind definitiv gut. Es gibt halt so wenige davon. Und die sind auch in Ordnung. Ja, halt auch für ein anderes Kaliber als das, was wir jetzt sowieso haben. Aber das ist wieder dieses X39 und ich schieße gern X45. EBR. Emergency Wasser. So. Dann einmal schauen, ob die Kultisten so freundlich waren, was in ihrem Kreis dahin zu hinterlassen. Ja, ich höre. Ich höre, aber ich sehe ihn noch nicht. Ich spüre aber schon. Muss mal auch eine Runde drehen. Jetzt habe ich ihn gesehen. Der andere lebt noch. Nice. Da mal auch mit nachklicken. Ja. Ich glaube, ich kann rausgehen und mich erschießen lassen, was? Schaut euch das an. Da ist nichts mehr heil.
Aber hey, wir können die Vase jetzt unten reinpacken, weil ich eh kein Saliva mehr hab. Läuft. Ich humpel mal Richtung Vehicle Exit. Vielleicht schaffen wir es ja noch. Halt Schüssel im Skiff Village. Normalerweise in dem Spiel, was schießt, will mich erschießen. Ah, vielleicht bemerkt er uns nicht. Fuck. Ah, ja klar. Kein Magen mehr. Keine Energie. Tja, ich hätte es beinahe bis zum Ausgang geschafft. Na egal. Ja. Einfach verhungert bin ich. Gibt's denn sowas? Obwohl der ganze Körper so beschissen durchlöchert war, bin ich verhungert. Na gut. Kann man nichts machen. Außer sich besser vorzubereiten. Ach, ich hatte ja eine Slick. Oh, die ist weg. Ah ne, die Slick habe ich schon letztes Mal verloren. Ich glaube mit den Bossen. Dann ist halb so schlimm. Hier war so ein Pro-Kill. Können wir direkt verkaufen. Dann fühlen wir uns ein bisschen besser. Oh, nur 50.000 wert. Das Pro-Kill. Den Gockel und die Katze verkaufe ich auch. So, 1,9 Millionen. Sieht doch besser aus. Dann würde ich das hier nehmen und dazu brauche ich jetzt gerne, das habe ich bei Fans gesehen, so eine Umkar-Ding, Weste. Das sehe ich gerade nicht mehr. Das nehme ich aber. Kauf doch, du Arsch, sonst ist es wieder weg. Ah, ich bin ein Idiot und ich suche meinesgleichen. Ja, das ist leider schon weg. Kommt schon, Leute, haut mal die ordentlichen Sachen rein. Helm nehme ich. Ja, ich konnte endlich mal was kaufen. Ja, Rucksack braucht man nicht von dem. Hat Trapper-Rucksäcke für uns keine guten. Dann nehmen wir das Bankrobber. Hier das ganz billige. Okay, ja. Nehme ich trotzdem einmal Headset, einmal, also hab vergessen Gesichtsmasken zu kaufen, haben wir zum Glück noch genug. So, Helm. Und dann kriegt Skia nochmal ein bisschen Geld in den Arsch geblasen. Und zwar hierfür. Ups. So, Unload. Was ist das? Ach, das ist so ein X39 Kaliber. Das ist ja praktisch. Ah, Grizzly könnte man da unten reintun. Würde ich aber ungern verballern. IFAK nehmen wir noch mit. Nee, falsche Magazine. Dann müssen wir Magazine tatsächlich kaufen. Ja. 4 Stück. Das war echt nicht teuer dafür. Können wir, glaube ich, Load Ammo. Wir haben Igolnik, die besten mitunter. Und wir haben hier PSGS. Die nehmen PSGS. Obwohl, die nehmen wir zum Nachklicken. So. Load Ammo. 7N40 ist, glaube ich, ganz gut. Keine Ahnung. Nehmen wir halt die. So. So langsam habe ich genug von Woods, muss ich ganz ehrlich sagen. Immer wenn ich zu sehr auf den Sack bekomme, denke ich mir, das muss doch nicht sein. So, wir müssen dringend was essen. Was essen? Das ist die Frage. Therapist hat doch bestimmt was. Einen leckeren Snack für mich. Ne? Ja. Ach, zeig mir doch, was du willst. Eine Syringe haben wir noch gar nicht gefunden. Jäger, hast du was zu essen für mich? Och, das kann doch nicht wahr sein.
Dann fresse ich meine Croutons. Boah, das hat jetzt hauptsächlich Trinken gekostet. Keine Croutons für mich, so wie es aussieht. Wir müssen mal echt eine Loot-Runde machen, nur für Essen. Wir trinken Wasser und gehen auf Woods. Ah, MRE habe ich noch. Das Haus verliert nichts. So. Nochmal kurz bei Fans. Hat einen Rucksack für uns. Nö. Nö. Hat gar nichts für uns. Yes, Arms. Die mag ich auch. Ja. Blackout. MCX. Total überteuert für den Zustand, aber wäre eine Option. Schlechtes Lever. Irgend so Pressor. Ein bisschen Munition. Gibt es auch gute Munition hier? Wahrscheinlich nicht. Nee. M822, ja, auch nur für bis Stufe 2. Ja, was soll's. Ich wollte noch irgendeinen Rucksack. Letzte Chance, Fans. Ja. Ich habe einen Rucksack erhalten. So, wir sind gerüstet auf Woods. Jetzt nehmen wir aber Loot mit und lassen uns nicht so leicht umbringen. Ich hoffe, das klappt mit dem nicht umbringen lassen. Heute Abend, wo ich die Episode aufnehme, scheine ich ein bisschen schlechter zu sehen. Im letzten Raid kann ich nicht behaupten, dass ich die Skeps unbedingt erkannt habe. Wir sind in der Nähe vom abgestürzten Flugzeug. Ja. Ich denke mal, ich liege damit halbwegs richtig. Das heißt, in die Richtung geradeaus soll es zum Skeff Village gehen. Ja, das sieht richtig aus. Da unten ist das Skeff Village, hier ist die Sägemühle. Ich habe ein Visier, ist das schön. Schritte. Da oben, seht ihr es? Weiß nicht, ob der Bot mich schon auf dem Visier, auf dem Kicker hat. Oh shit, Ausdauer. Schon, du lahmes Stück. Ja, hier wird es sich eigentlich auch teilweise lohnen zu looten. Ein bisschen die Orientierung verloren, wo unser Freund hin ist. Kann ich nur initial hier oben rumhüpfen sehen. So. Schritte. Mal definitiv was im Busch. Leer. Auch nichts im Regal. Interessant. Hier gibt es ja noch eine Kiste. Auch leer. Da ist zumindest was drin. Was sind denn Liberator-Kopfhörer? Noch nie gesehen. Boah, die machen die Umgebungsgeräusche aber komplett aus. Okay, bis jetzt gefallen mir die Kopfhörer. Wir gehen mal hier hinten raus. Werkzeugkiste, tatsächlich. Die steht mir so im Weg. Wusste ich doch, dass ich ihn gehört habe. Oh. Schuss will ich wirklich nicht. Das ist aber nur ein Skeff. Das war nicht der, den wir vorhin gesehen haben. Die hat auch nicht die Body Armor, die wir brauchen. Naja, den eventuellen Rucksack. Ibuprofen nehmen wir mit. Wertvoll. Außerdem kann man damit pre-medden.
USB 5, gut. Kann's liegen bleiben, Kollege. In Scav Village war auch ein bisschen rumgeballer. Gehen wir mal hier über die größere Fläche. Kurz mein Mikro verschieben. Ich glaube, ich rede sehr einseitig rein, weil ich mich eben nach vorne lehne, Richtung Bildschirm, um besser zu sehen. Das Mikro dafür dann nicht mehr zentriert steht. Also, bis jetzt sieht das hier okay aus. Noch hat keiner geschrien oder mich umbringen wollen. Ich fühle mich hier sehr willkommen. So, panische Blicke nach links. Ich lade einmal nach. Boah. Textur entscheide ich früher. Und was haben wir hier? SPF. Nehme ich mal mit. Da liegt nichts mehr. Dann gehen wir jetzt klug vor, indem wir die Gegner zuerst erschießen. Das habe ich nämlich in den letzten paar Raids nicht hinbekommen. Rechtsschritte. Hab doch auf dich geachtet. Wieso sehe ich dich denn nicht? Wieso sehe ich dich denn nicht? Ich habe leider auch nicht die Body Armor. Also ich bin nicht blind. Ja, wahrscheinlich schon. Ich habe gerade auf die andere Seite geguckt. Gehe eher dahin. So, vielleicht hat der auch noch Freunde irgendwo. Wir klicken auf jeden Fall ein bisschen nach. Voll gerüstet. Schauen wir mal hier. Oh, Whisky. PS-Munition, Whisky, Zucker, Wodka. Na also, wir wollten noch Essen mitnehmen. Gesunde Mahlzeit haben wir da zusammenbekommen. So, Wertgegenstände unterm Bett. Die Antwort ist nein. Hier liegt auch öfter gern was drin. Im ganzen Haus. In dem Fall jetzt nicht. Schade für uns. So. PS kommt nach oben. PS kommt nach oben. Whisky kommt nach unten. Wir nehmen nochmal alles mit, was wir in unsere Griffel bekommen können. So, da war nix. Piranha. Die klingen gefährlich, können wahrscheinlich aber nix. So, was haben wir hier? Das ist was wert. Und zwar 30.000. Das IFAK ist aber auch nicht wertlos. Boah, die Qual der Wahl. Die Qual der Wahl hat man hier immer. Das Tape braucht man auch. Früher als später. So. Schätz mal, der ist tot. Irgendwer noch hier, der aufs Maul will? Ich habe nichts gehört. Ja, hier mit den MAEs. Ich brauche Tushonka-Spiel. Ganz, ganz viele Tushonkas. Interessant, dass hier kaum noch was spawnt. Ja, Munition. SP5 auch nicht so schlecht. Auch nicht so gut. Mayo. MAE. Das sind alles keine Tushonka-Spiel. Wenigstens eine. Noch ein French. So, was haben wir hier? Außer die Gelegenheit, uns abzuknallen. Okay. Toolset braucht man, glaub. Ja, die M32 kaufen wir halt neu. Bevor wir dann eben so platztechnisch haben die einfach zu wenig Wert, als dass wir 4 Slots belegen.
Ja, ist in Ordnung. Gibt bessere Munition. Echt? Hier liegt auch nichts mehr rum. Mensch, Inflation trifft sogar Tarkov. APS. Können sogar die sein, die wir geladen haben. Anderes Kaliber. Anderes Kaliber. So, hier haben wir noch die Chance auf Granaten und Zeug, das Bumm macht. Was ist denn das? Okay, er kenne ich nicht als Munition. War das Regen oder war das ein Typ? Oder das Suchgeräusch? Also wir nehmen das Ding mit. Und... Mensch. Okay. Schauen wir uns mal um. Sieht gut aus. Wer ist hier kürzlich verstorben? M870 ist eine Schrotflinte. Was wahrscheinlich Sinn machen würde, ist, wenn man seine Chuck nimmt. Die hat deutlich mehr Plätze. Und Bankrobber ist eh nur immer so ein Billo-Teil, dass man überhaupt was hat. Okay, Sanitas Office, keine Ahnung wie wertvoll. Wahrscheinlich mehr als... Bin mir nicht sicher, ob ich was gehört habe. Ich glaube, der ist wertvoll genug, dass wir ihn da unten reintun können. Tür sollte nicht offen sein. Standardmäßig ist er zu, so wie ich es kenne. Komm schon, Tushonka. Oh, hier liegt noch was. Ah, ne Iskra, die kaum gerendert ist. Ihr seht den weißen Punkt, der da auftaucht. So, M62, super. So. Die ganzen Grizzlies brauchen wir aber nicht. Das WD-40 nehme ich mit. Hacky. Schöner Name. Scheiß. Scheiße, um was zu töten. So, was macht man damit? Was macht man damit? Ja, die M62 bleiben hier unten. Kondensmilch 15.000 nehmen wir mit. SP8. Kann gar nichts. Na gut, freut sich der nächste Skeff, der hierher kommt. Da haben wir noch eine Tasche. M-Parts und DVD-Spieler. Den braucht man aktuell nicht. Das ist gerade, würde ich jetzt futtern. So. Wo müssen wir eigentlich raus? Outskirts. Oder hier beim Vehicle Exit. Ja, will halt eigentlich noch ein bisschen was zu essen. Bin nicht umsonst so fett im Real Life. Ich würde sagen, wir gehen Richtung diesem komischen Skeff Outpost. In der Hoffnung, dass wir dort ordentlich Zeug finden. Eigentlich sind wir ganz gut bedient. Wir nehmen den Vehicle Exit. Das können wir immer noch machen. Aber jetzt alles zu riskieren. Für eine Tushonka-Dose. Boah. Könnte man machen. Wir haben noch zwei Stashes eigentlich in der Nähe. Beziehungsweise eine Waffenkiste, ein Stash. Von dem ich weiß, irgendwo da hinten gibt es auch noch einen Stash. Den hatte ich bis jetzt aber nicht so auf dem Schirm. So, in irgendeiner blauen Box. Soll ich eine Waffenkiste sein hier? Oh. Und dann schauen wir noch im Stash nach, ob da was drin ist. Sieht wie eine ganze Waffe aus. Nö. Doch, eine Seiger-Schrotflinte. Ja. Das gab zumindest 22 XP, das kurz aufzunehmen. Das muss reichen für den Anfang. So, Vehicle Exit ist dann da.
Und dann schauen wir noch kurz in den Busch Stash. Und links sehe ich überhaupt nichts an Feinden. Und vor mir sollten jetzt eigentlich auch keine sein. Also unmittelbar vor mir. So, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Auto. Was tust? Ah, der ist es. Hier ist es doch. Tushonka, was bist du? Evasion. Das ist ein Armband, das glaube ich relativ teuer ist. Und ein kleiner Handtaschenrevolver. Können wir jetzt immer mit uns mitführen. Ah, dieses Evasion-Armband ist relativ schwer zu finden. Ist ein bisschen seltener. Vor allem, wenn man das Found in Raid irgendwie noch bekommt, wäre das der Hammer. Vor allem für die Collector-Quest am Ende, um den Kappa zu bekommen. Na, also haben wir wieder ein bisschen was rausgeholt. Headshot, killed. Ah, ein Thorax-Kill. Dann braucht man nur noch 5 Stück. Jo, Handbuch wegdrücken. Das meiste kennen wir ja eh. Kann jetzt sein, dass die Kiste nicht mehr reicht. So, Evasion. Das sieht, ja, ist nicht gerendert. Sieht eigentlich relativ cool aus. Ja, jetzt. Jetzt ist das Kleine gerendert. Ach, das Spiel. Niedrige Texturen. Also der Revolver, keine Ahnung, was wir damit machen. Meine Magazine würde ich gern behalten. MRE. Wo ist die Zuckerweste? Da ist die Zuckerweste. Oh, die fühlt sich doch ganz gut. Hier mal ein bisschen Wodka in der Weinflasche. Deswegen sage ich öfter Wein dazu. Falls mir das passiert, es tut mir leid. Herr Tarkov das halt in eine durchsichtige Flasche gepackt, dann wüsste ich, was das ist. So, M85A1, rein damit. PS brauche ich, die PS brauche ich nicht. Die kommen auch da rein. Whisky verkauft man natürlich auch. Mario braucht man irgendwann für eine Quest. Und die unten, das Neset und die Kondensmilch verkauft man auch. Sanitar Office behalten wir. Habe ich die echt mitgeführt? Okay, das war dämlich. Ibuprofen nehmen wir da unten mit. IFAT passt da. Granate passt da. Saliva reicht hier. So, dann nachklicken. Klick, klick, klick. Link Search. Ammo. PRS meinetwegen. Auch scheiße. Oh je. Also, ich glaube, PRS war. Nee. Doch, die US, die besseren. Naja. Nicht für fast den doppelten Preis. So. 120 davon. Die Skes fallen ja um, wenn man genügend drauf schießt. So, PRS kommt da rein. Und ansonsten trinkt man ein bisschen was. Und dann kann es wieder losgehen. Aber ich habe erstmal genug von Woods. Ich würde mal auf Customs gehen mit euch wieder. Da können wir auch viele Skeffs umbringen. Vor allem für diese Tagesquests. Okay, da haben wir 3. Ah, shit, das sind PMC, nicht Skeffs. Okay. Dann müssen wir auch ein bisschen auf PMC-Jagd gehen. Bietet sich ja dann an, dass wir auf Customs gehen. So, das passt. Alles gerüstet. Auf geht's. Ganz viele Skeffs umbringen und PMCs und Bosse und den ganzen Loot einsammeln. Wir sind am Skeff-Außenposten. Zumindest in der Nähe. Ich hoffe, der heißt so. So, wir gehen jetzt einmal schnurstracks nach hinten. Da ist ein Stash. In der Hoffnung, dass wir Tushonka finden. Und den Stash. Nicht mehr da. Hä? Doof. Er war doch immer hier. Ja, die können nicht einfach meine Stashes dynamisch spawnen. Na gut, dann nehmen wir den, der hier oben ist. Seltsam.
Der war sonst immer da. Ja, ja, ich weiß, dynamisch und so, aber... Ich mochte den Stash. Die Ecke sieht auch ein bisschen anders aus, als ich sie in Erinnerung habe. So. Finde den immer ultra schwer zu finden hier von unten. Sieht alles so gleich aus. Vor allem jetzt, wo er dynamisch ist, habe ich keine Ahnung. Komm schon, irgendwo wird er doch sein. Ja, wir sind fast zu nah dran. Ich würde sagen, wir sind zu nah. Vielleicht ist er auch nicht gespawnt. Ja, wahrscheinlich finde ich ihn einfach nicht. Obwohl, hier könnte er gewesen sein. Hey, meine Endurance, meine Ausdauer ist nach oben. Okay, sorry, ich finde den Stash gerade nicht. Kann natürlich sein, dass der auch nicht da ist. Ah, das hat mir das Leben schon erschwert, dass er das alles mal hinmachen, mal nicht da. Es ist schwierig, die Spots zu lernen und vor allem sich zu merken. Fehlt nur noch, dass die in einem gewissen Radius auftauchen, dann bin ich komplett raus. Also randommäßig auftauchen und dann noch in einem gewissen 100 Meter Radius, dann ist das wirklich nur Zufall. So, wir haben hier eigentlich die Chance auf eine Tasche. Hier auf Waffenteile, die mich gerade nicht interessieren. Oh, komm schon, Tushanka. Ne, gute Maske und... Ja, nehmen wir das Insektizid mal mit. Sehe nix. Gas Analyzer brauchen wir auch. Ab und zu spawnt hier hinten einer. Wie wir sehen, sehen wir aber nichts. Dann haben wir hier immer einen Stash. Wenn er denn sich erbarmt aufzutauchen. Ja, das sieht auch schon besser aus. Ein voller Stash mit wahrscheinlich einer Waffe. RD-704. Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht, die Waffe. So. Da ist einer. Durchgegangen. Wir halten uns hier mal ein bisschen bedeckt und looten noch das Gebäude vor uns. So, und das sollte eigentlich auch geschlossen sein. Da ist irgendwas. UCW. Wahrscheinlich irgendwie scheiß Munition. Geht. Weg damit. Geht, packe ich nicht ein. So. PP. Ich glaube, die ist wieder besser und für unsere Waffe. Ja, die ist in Ordnung. Und aktuell für das Kaliber. Hey, wo sind die ganzen Rolexes, die hier spawnen? Oh. Nix drin. Gibt's denn sowas? So. Wollen wir zuerst mal in den Raum. Da ist nix, hier ist nix, da ist Rattencola. Komm schon, ich brauche einen Director's Key. So langsam drängt's. Nägel sind auch in Ordnung. Ah, so eine Gesichtsmaske. Die lassen wir mal schön drin. Die ist gar nicht so selten. Haben wir hier irgendwas, was die Miete zahlt? RK5 ist ein sehr guter Griff. Teilweise auch über 100.000 Dollar auf dem Flohmarkt, wenn man ihn denn braucht. Und den brauchen wir oft. Da haben wir noch Air Pliers. Nehmen wir mal mit. Dem Sniper, ob ich den sehe, das ist immer so eine Frage. Könnt auch nur ein Dachgedöns wieder gewesen sein. Hoffentlich sterbt man nicht gleich. Dann können wir nämlich hier noch looten. Was haben wir hier? Bandage, Urbino.
Irgendwas mit G, ein S-March. EP brauchen wir nicht. Eine Katze. Ich glaub's ja nicht. Die lasse ich schön da. Vielleicht ist das Magazin gefüllt mit wundervoller Munition. Die Rock hat man auch noch nicht. Richtiger Scheiß ist das. Weg damit. Oder RDG. So, dann müssen wir hier noch nach oben. Muss sich für uns ja auch lohnen, dass wir auf Customs sind. Hände hoch. Oh, ein E-Motor. Ein E-Motor. Ah, müssen wir Platz schaffen. So, was hat der für Munition? Och, FMJ. Boah, weg damit. Einfach weg damit. Mit dem Peter. Scheiß drauf. Auch weg damit. So, die Lampen nehmen wir natürlich mit. Früher oder später braucht man. Der Griff darf hier bleiben. Und was haben wir hier? Komm, Grafikkarte. Nee, eine HDD. Die darf auch hier bleiben. Keine Tasche Nummer 1. Okay, nicht auf mich. Und Emilia. Irgendwann muss man die finden. Und dann habe ich bestimmt keine mehr. Und die alle auffresse. So, was haben wir hier? Apollo brauchen wir nicht. Rauchen ist eh schädlich und ungesund. Hört auf damit. So. Und hier hängt auch nur eine Jacke. Oh shit. Wollte halt nicht, falls der Sniper mich doch analysiert. Ist egal. Wir hoffen einfach, dass das gut mit uns bringt. Energie. Na gut. Schmerztabletten nehmen wir mal mit. Das Teil ist wertvoll, aber auch irre schwer. Zweimal. Alter. Nehme ich nicht mit. Obwohl diese Filter später extrem bedeutend sein werden. Und teuer. Aber wir haben eh schon zu viel. Ich glaube, das ist... Der braucht noch zweimal Platz. Ja, der braucht drei. Also... No space. Und braucht einmal drei. Ja. Dann sind wir aber wieder so langsam. Stecken wir ihn da rein. Wie auch immer das hier objekttechnisch passt. Wir haben es hingekriegt. So. Wir lassen die da. Das ist nicht unsere Mission gerade, aber es schmerzt mich sehr, die zurücklassen zu müssen. Normalerweise bin ich der Devise oder folge ich der Devise, kein Loot wird zurückgelassen. Manchmal geht es nicht anders. Der könnte ruhig schneller sterben, wenn es nach mir geht. Hat sich ein bisschen Zeit gelassen. SKS hat der. Hoffentlich hat er auch ein bisschen Loot. Bisschen was Gutes. Bisschen was Gutes. Eine Disk. Achso. Oh. Oh. Josek. Weiß leider nicht genau, wo sie sind. Oh. Kommt zu mir die Granate. Wo? 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 Komm schon, zeig dich, du Arsch. Nein, lauf! Deswegen sollten wir pre-medden. Überlebt. Scheiße. Blutung stoppen. Blutung stoppen. Schmerzmittel. Kommt.
We got a bandit. Wo bist du? Wo bist du, Arsch? Schon. Vor mir ist er doch, oder? Irgendwas bewegt sich da. Bleib noch kurz liegen. Boah. Kurz heilen. Scan ahead. Ja, einer ist direkt vor mir. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. So, ist das Magazin noch voll? Nein. Kommt. Da kam er her. So, schnell nachklicken. Gern mit PP. Granate. Komm schon. Komm, das schaffen wir. So, das AFAG ist weg. Na, da rechts sind halt immer noch welche. Tja. Wenigstens der Oberkörper sieht wieder in Ordnung aus. Die Beine sind halt scheiße. So. Wir brauchen leider die Schuss. So. Oben kriegen. Schmeckt das gut. Kommt. Kommt nicht mehr. Ist tot. Ist einfach tot. Oh, da haben wir einen Kollegen. Nein! Wie viel waren denn das? Ah. Ah. Den habe ich nicht mehr gesehen. Ah ja, Ghost Tarkov. Hey! Guck mal, wir haben ein bisschen was an Jusek und Bärs ausgeschalten. Und nichts davon konnte man looten. Aber vielleicht haben wir die alle mit einem schönen Thorax-Schuss hingerichtet. Dann hätte man die Quest halb erfüllt. Ach komm, einer mehr war das noch. Dann muss ich mich wohl wieder neu ausrüsten. Zumindest ein bisschen PP-Munition haben wir. Einserleder kommt rein. Und wo ist mein guter Freund Fenz? Was hast du für mich? Nix Gutes. Ja, das ist schlecht. Der Helm ist nicht so furchtbar. Nehm ich. Komm schon, Papa braucht einen Rucksack. Du kannst mich doch jetzt nicht ohne Waffe und wieder mit dem
Bankrobber-Ding rumlaufen lassen. Nee, wir nehmen jetzt die Waffe, wenn wir sie schon haben. Können wir sie auch verbrauchen. So, einmal noch auf Hins. Was ist denn das? Oh-Killer-Maske. Scheiße. Ist doch Killer. Ja, nicht Killer, Tagila. Verzeihung. Die klingen so ähnlich. Das ist der Factory-Boss. Auf Factory könnten wir auch mal gehen. Hätte ich auch Lust drauf, die neue mal zu sehen. So, Tarbank. Okay, die ist eigentlich gar nicht schlecht. Ja. Schon verkauft, schon verkauft. Ich verstehe. Ich wünschte echt, die Bildchen hier würden schneller laden. So, dann kriegt Skia noch mal Geld von mir. Und dann gehen wir mal nach Factory. Kopfhörer nehmen wir mit. Rüstung nehmen wir mit. Gesichtsmaske nehmen wir mit. Aber eine billige Gesichtsmaske. Ja, hab doch 5 Stück gekauft. Wo sind die hin? Da ist eine. Wer so eine Ordnung hat, braucht keine Unordnung mehr. So. Das heißt, wir kaufen von... wo ist er denn? Da. Von Rackman doch nochmal ein Bankrobber. Das Evasion jetzt. Ja, fast ist es geladen. Fast sieht's gut aus. So, mein Bankrobber ist hier unten. Und dann brauchen wir nur noch Magazine. Komm schon, Link Search. Da. Kaufen wir mal noch 2 Stück. Und dann schauen wir uns ein bisschen um. So, was für ein Magazin? 762x39. Interessant. Unload. Wir nehmen die SP-Munition. So, einmal Unload, Unload, Unload. Die kommen hier rein. Und dann laden wir wieder. Okay, ich denke, wir sind gerüstet. Ring damit. Und dann geht's mal auf Factory. Da bin ich aber gespannt, wie das läuft. Soll ich noch einen IFAK mitnehmen? Ja, warum nicht? Auf die 4 und Granaten habe ich nur die von der blendenden Sorte. Ah, das ist nicht blendend. Aber egal, nehmen wir trotzdem. So. PMC Factory 15 Uhr passt. Dann kriegt man eventuell wenigstens die PMC und Scav Quest jetzt noch durch, wenn wir nicht sofort erschossen werden oder ich mich nicht orientieren kann. Doch, das kommt mir bekannt vor. Halbwegs, zumindest sollte es hier vorne rausgehen. Ist schon einer da? Scheiße. So viele Schritte. Sieht aber cool aus. Haben ja hier was gemacht, dass Factory nicht so beschissen aussieht. Schon. Wo war das Tagila? Komm schon. Oh, da unten. Alter, was hat der denn für einen Helm? Nein! Alter, der war gut gerüstet. Bin mir fast sicher, dass ich den getroffen habe. Ah.
Und ich habe nur den Scav umgeschossen, scheiße. Schaut euch das an. 730 Punkte in die Armor reingeschossen. Der hat bestimmt eine Slick gehabt. Oh. So ein Pech. Da hätte man ein bisschen mehr Wumms gebraucht. Ich wusste doch, dass die Munition... Die hat halt keine Penetration auf der Ebene. Auf der Armor-Klasse. Was machen wir, was machen wir? Hab eigentlich sehr viel jetzt wieder verloren in der Episode. Wir können natürlich hier mal die MP7 noch verspielen. Und dann gehen wir nochmal auf Factory. Wir lassen uns doch von so einer Lappalie nicht aufhalten. Also Deal, ja, meine Einnahmen sinken, ich merke das schon. Kann ich mir nicht leisten, das könnte ich mir gerade so leisten. Die Zuckballistik Plate kann ich mir eh nicht leisten. Und wie das mit den Platten funktioniert, habe ich leider gerade auch nicht auf dem Schirm. Ansonsten wäre ein Helm für mich. Ja. Niemand hat einen guten Helm für mich, sagen wir es mal so. Fans, wie sieht's bei dir aus? Oh, die Azimut, kauf mal. Das ist ganz gut für die Inventarverwaltung, weil die hat echt viel Platz. Da können wir eventuell unsere Schlüssel erstmal reintun. Oder sonstiges schönes Zeug. Dass die ein bisschen geordnet sind. So. Nehmen wir die MP7 mit auf Factory oder eine Schrotflinte. Ach, ich hab's. Ich hab gesagt MP7, dann mach mal MP7. Ah, wir haben noch einen Helm, das ist schön. Headset. Gesichtsmaske. Irgendwie ja, muss mein Antlitz ja verbergen, sondern kauft man nochmal maximal 12 Stück. Gut. Die kaufen wir auf einmal. Brauchen die ja eh relativ oft. So, ich hatte doch noch einen Bankrobber. Habe ich mir das Bankrobber noch nicht gekauft? Doch. Ja, anscheinend nicht. Anscheinend ja nicht. So. Die Firma damit. So, MP7 Magazine haben wir hier. Wenn wir alle verballern, ja, was soll's. Was soll's. Und welche Munition? Das finden wir gleich raus. Was für Munition? Action SX. Könnte man genauso gut mit Wattebäuschen zielen. Na gut. Nehmen wir mal einen Stapel mit und sind soweit. Ab nach Factory. Auf ein neues. Dran denken, die MP7 auf Full Auto zu stellen. Sonst läuft es nicht. Boah, sind die Schritte deutlich. Boah, ich kenne mich nicht auf der neuen Factory Map. Scav ahead. Ah, Käse. Ich habe mich einen Schuss abgegeben mit der schönen MP7. Ah, 0 XP killt in Action. Ah, naja. Wenigstens sind wir heute gut im Geld raushauen. So, ich habe ein bisschen Frustpause mal wieder gebraucht. Rüsten wir uns aus und dann geht's nach Customs. Wenigstens ein erfolgreicher Raid bräuchte ich noch. Ansonsten fühlt sich die Episode so komisch an. Was nehmen wir, eine Mosin? Ach, nehmen wir eine Schrotflinte. Komm. Die ist gut genug. Dann einmal davon. Habe ich keine Kopfhörer mehr? Doch.
Einmal Kopfhörer haben wir noch. Munition können wir auch noch mal kaufen. Ach, ein Glückhammerjäger, gar nicht mehr so teuer. So, 60 Stück kaufen wir. Auch nicht so viel davon. So, zum Nachklicken nehmen wir auch nochmal 20 mit. Boah, lassen wir die da unten. Ansonsten würde ich sagen, den Rest schießen wir uns einen Rucksack, nehmen wir vielleicht mit. Ein Rucksack. Komm schon. Oh, Umkehr kaufe ich. Ja, hat funktioniert. Security-Weste ist egal. Das kaufe ich auch. So, ein bisschen Rüstung schadet nicht. Gleich reparieren. Na, wunderbar. So, und dann Rucksack wollte ich. Da hat Prepper Globe den... Nee, nicht Prepper. Hat den Rackman. Hat niemand mehr gute Rucksäcke im Moment? Ah, doch, hier. Gegen eine HDD. Von mir aus. Von mir aus. Wo ist sie denn? Tja. Dann Customs. Auf geht's. Ah, wir müssen unbedingt die Skeffs und die PMCs noch töten. Und dann kriegt man, also mit dem Thorax-Schuss, dann kriegt man viele XP. Das nächste Ziel ist nämlich ganz schnell nach Level 15 zu kommen. Sobald wir den Flea Market haben, wird es dann wieder deutlich angenehmer, das Spiel. Oder wird es ein komplett anderes Spiel. In der PvE-Variante kenne ich mich da nicht so wirklich aus, wie der Flea funktioniert. Also sollte eigentlich so sein, dass die PvE-Spieler ihren eigenen Flohmarkt haben, aber da Loot eben ein bisschen leichter zu ergattern ist, ist das halt komplett wahrscheinlich anders. Oh, bin vorbeigelaufen. Komplett anders als ein Flohmarkt im PvP-Modus und da bin ich einfach dran interessiert. Ein Stash. So, das sieht gar nicht so schlecht aus. Naja. Mehr schlecht als recht. Wir nehmen mal die Maske. Die kann da bleiben. Bei Schuld. So. Und dann gehen wir da wieder in das Grafikkartengebäude. Vielleicht finde ich dieses Mal sogar den Stash hier oben. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist er einfach nicht da. Vielleicht laufe ich vorbei. Wer weiß das schon. Ich habe es aufgegeben. Wir schauen da unten links nochmal, ob der wenigstens gespawnt ist. Ansonsten müssen wir uns wieder auf viel Gegenwehr einstellen, würde ich mal sagen. So, komm schon. Ach, scheiße. Kein Stash für mich. Aber ich mag's, dass dieses Gebäude da vorne so eine PvP beziehungsweise PvE-Zone ist, wo man wirklich viele Skeffs und PMCs entdeckt. Nur es müssen von mir aus keine 7-8 Stück sein, wie letztes Mal. 1-2 reichen, damit ich die auch looten kann, ohne dabei komplett zerschossen zu werden. Wir werden sehen, wir werden sehen. So. Könnte man theoretisch die Taschen durchstöbern. Zumindest die da. Wir brauchen immer noch Tushonka. Am eventuell Glück mal. Ja, trotzdem ganz gutes Zeug. Zumindest Poxeram, teilweise auch sehr wertvoll. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Mir macht es immer noch ein bisschen Sorgen, dass wir so gar keinen Gas-Analyzer gefunden haben bis jetzt. Und wollen einfach nicht spawnen. Die hat uns gesehen. War es ein Skeff wahrscheinlich. Ja, Skeff. Und tot. Ah, wunderbar. Schrotflinte ist manchmal schon geil. Braucht halt nur ein Schrotfragment irgendwie in Schädel kommen. Da ist der nächste. Und dann zählt er schon als jo, Kopfschuss. Und dann ist er tot. So, geradeaus in dem Gebüsch ist auch noch ein Stash. Genauso wie da hinten.
Schauen wir erstmal im Gebüsch nach. Erstmal im Gebüsch. So. Hier sollte er irgendwo sein. Also. Gut. Ja, eine Weste nehme ich mal mit. Max Energy. Igel und... Oh, Splint. Können wir unseren austauschen. Und nochmal ein Splint. Na gut, kommt da unten rein. So. Und dann gehen wir erstmal in das Gebäude hier. Kriegen dann vielleicht mal einen E-Motor mit, den ich in meine Gefängnisbrieftasche tue. Je nachdem. Hier haben wir teilweise schöne Granaten. Hab wieder keine mitgenommen. Ich hatte ja auch keine. Eine Fuse nehmen wir mit. Und einmal ein Dynamit C4, was auch immer, nehmen wir auch mit. So, und oben sollten wir auch mal durchsuchen. Mal Dynamit. Ein Granatwerfer wahrscheinlich. Und eine Impact. Was tun wir raus hier? Buckshot brauche ich nicht da unten. Und wie gesagt, die Teile sind eigentlich ein bisschen was wert. Nehmen wir mit. Nehmen wir einfach mit. So, wir haben Wasserfilter. Sehr wertvoll. Matches, gar nicht so schlecht. Fließ brauche ich nicht. Batterie brauche ich nicht. Wasserfilter. Richtig gut. Ja, machen wir es mal so. Ist zwar schade um Saliva, wenn wir tatsächlich drauf gehen, aber das ist gerade nicht der Plan. Wird schon irgendwie klappen. So, zwei Jacken. Haben wir ein bisschen Chance auf den Director's Key, hoffentlich. Cabin Key. Schlüssel gehen gerade vor. Wir brauchen unbedingt die Dokumententasche für hier unten. VHS-Kassette. Kommt nach oben. Aber gar nicht so schlecht. Und eine Goldkette. Die ist hier jetzt auch schon öfter gespawnt. DVD und PC-Card. Und Grafikkarte? Nö. Wires brauchen wir auf jeden Fall. Genauso wie Glühbirnen. Illumination wäre das nächste, was wir wirklich im Hideout bräuchten. Dringend bräuchten. So. Ah, ich hätte die Schrotflinte noch reparieren können. Nochmal Wires und dann. Ist gerade die Frage, wie wir das unten gescheit aufteilen. Die Kabel brauchen wir halt wirklich. Und die müssen auch nicht im Raid gefunden worden sein. Dann machen wir es lieber so. So. Da gehe ich eigentlich auch gerne rein und blut zumindest den Toten auf der Couch. Ich habe hier auch immer ein bisschen mehr Panik. Weil da oben campen sie teilweise im PvE, im PvP-Modus. FMJ kann er behalten. Na gut, dann geht's rein in die gute Stube hier links. Schauen erstmal, ob der Weg frei ist. Oh. Sieht in Ordnung aus. Ah, Schrotflinte hat Licht. Immer gut, wenn das eine Waffe hat. Keine Ahnung, was das ist. Sharp. Irgendein Munitionsding. PST. Nee, gut. Nicht so wichtig. Und ein Pferd. Das kann da bleiben. Oh. Sind nur Waschlappen bzw. Handtücher. Keine Jacken, die wir durchforsten können. Boah, geht's da hinten ab. So, 15.000 wert, 12.000 wert. Ah, nehmen wir mit. Glaube ich gerade nicht. Und der sieht wertvoll aus. Yusek. Ah, Splint nach oben. Wires nach unten.
So, dann schauen wir mal. Ich sehe nichts. Kurz mal hier schauen, ob vielleicht doch mal sich eine grüne Batterie erbarmt zu spawnen. Nö, nö. Leiche braucht man auch irgendwann, glaube ich, fürs Hideout. Hat wahrscheinlich aber noch ein bisschen Zeit. Ansonsten, AWL. Glaubt, ist 26.000 wert, wenn man den einfach an Therapist verkauft. Also, gute Dinger. Dachte, ich hätte unten gerade was gehört. Da liegt ein RAM-Modul. Ein Ei. Paracord brauchen wir später auch. Igel brauchen wir auch. Ah, Ei gegen Kabel. So wertvoll ist das eigentlich. Ja gut, auch 50.000. 30.000, keine Ahnung. Wird nicht den riesigen Unterschied machen. HDD und PSU. Das ist fast klar, wenn das so ein Viereck da drin ist. Und Kapazitatur, Transistoren. So. Und Schrauben. Noch eine Tasche hier. Tasche. Nö, gut. Dann schauen wir ins Jäckchen. Halbmaske brauche ich nicht. Haben ja unsere tolle Serienkillermaske auf. Ja, Seife bräuchte man auch dringend. Oh, Teddybär. Beer Buddy hatte ich noch nicht. So, das kommt raus, das kommt raus. Brauche ich nicht unbedingt. Das Ei kommt nach oben, Bär kommt nach unten, Milch kommt in mich rein. So, was braucht man noch? Energy Drink. Ah, ich kann doch nicht das Ibuprofen rauswerfen. Gegen die Seife, die wir brauchen. Na gut, auch kann ich. Beziehungsweise das Plastiksprengstoff raus damit. Ein voller Benzinkanister, super. Jetzt müssen wir priorisieren. Ja, kann ich nicht. So, die können raus. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Alu-Splints bräuchte man nicht so viele. Ich krieg den Platz eh nicht, müsste es raus. Schade. Hätte ich gern mitgenommen, ist 200.000 wert, aber vom Rest kann ich mich einfach gerade nicht trennen. So, komm auch mit. Ob sie wollen oder nicht. Oh, nochmal Kabel. Besser als Seife. Ach, scheiß drauf. Oh, das ist immer die Qual der Wahl. So. Jetzt gehen wir raus Richtung Ruhr. Schritte rechts. Sterb halt. Ich habe meine Munition weggeworfen. Also 20 Schuss Hammer. 27. Na, dann hört's halt auf. Boah, nervt das Spiel manchmal. Nervt das Spiel manchmal. Ach komm schon. So gutes Zeug. Man müsste es halt auch mal wirklich rausbringen. Ja, aber die Wires und die Seife brauchen wir auf jeden Fall. Und die Schlüssel sind jetzt auch nicht die schlechtesten. War nicht alles für den Arsch. Gut, dann würde ich sagen, rüsten wir uns nochmal aus. War noch irgendwas Schrotmäßiges? Nee. Dann komm her, Jäger. Ich mag die MP155E am liebsten. Hat er nur die 133er? Okay.
Dann nehmen wir die maximal 6 Stück. Das ist doch ein Deal. 6 Schrotflinten. Also pro Trader Refresh 6 Stück. Die könnte man je nachdem, wenn wir es dann können, leicht modifizieren, dass sie 8 Schuss haben. Das bringt auf jeden Fall einiges. Dann würde ich nochmal schauen, dass wir Munition haben. Schauen wir mal. Ich mag diese Let Slugs. Die sind aber auch nicht so genial. Besser als die Express Buckshots. Und dann haben wir hier Dual Shot Slug. Okay, die sind eigentlich gar nicht schlecht. Dual Sabot und Grizzly ist auch in Ordnung. Wir nehmen mal... Ja, wir nehmen hier Dual Sabot. Und alle 240. Naja, 17.000. Und in 20er Stacks. Wunderbar. So. Rein damit, rein damit, rein damit. Saliva haben wir jetzt verspielt. Wir haben ja noch ein paar. Wir haben noch ein paar. So, wir haben auch keinen Splint. Auch alle verloren. Mensch, was für ein Verlust heute. So, Kopfhörer. Ich höre, dass ich nichts sehe. Ich sehe, dass ich nichts höre. Also müssen wir nochmal zu Skia. Oh, was soll's. Brauchen wir auch gleich die 6 Stück. Zumindest die mag ich ganz gerne. Auf die Rübe damit. Und dann schauen wir kurz noch, ob unser Freund der Fans irgendwas an Armor für uns bereithält. Ja, Umka. Umka ist schon mal gut. Hast du auch einen Rucksack jetzt für Papa? Oh, 23.000 für den, das muss nicht sein. Na, ja, besser als nix, was? Schauen. Ich will gescheite Rüstung. Ich muss unbedingt meine Trader leveln. Was bringt eigentlich die Packer? Ja, nicht so viel. Nicht so viel. Die ist wahrscheinlich hier besser und die kann ich tatsächlich kaufen. Armor Class 3, her damit. Maximal 3 Stück pro Restock. Na gut. Das sieht doch gut aus. Dann Hammer wieder für ein bisschen Nachschub gesorgt. Und wir sind aber runter auf 900.000. Also wir haben echt massig Verlust gemacht heute. Das tut mir weh. Schauen wir mal. Wie das insgesamt ist. Insgesamt geht es noch nach oben. Also 12.880.000 Gesamtwert von allem. Wir haben ja hier einfach viel Zeug, auch viel Valuables, die sich irgendwo verstecken. Das ist schon in Ordnung. Na gut, ich denke aber, das reicht für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.